Hallo und herzlich willkommen zurück zu Novalands. Ja, jetzt sind wir hier schon in der zweiten Folge. Und ich muss sagen, ja, ich habe halt richtig Bock auf das Game, ne? Ich habe so richtig Bock. Auch wenn ich heute gar nicht so viel aufnehmen kann, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber eine Folge nehme ich jetzt noch auf. So. Genau, ich wollte hier rangehen. Das hatten wir ja in der letzten Folge gesagt. Hier unten kann ich was freischalten. Und das mache ich jetzt. Bob, da haben wir's. Da ist die Insel. Und ich sehe gerade, wie gesagt, ich habe ja die Demo gespielt. Beim letzten Mal konnte ich die Insel, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, hier freischalten. Da war diese Insel hier gelegen. Also ist es anscheinend auch random, in welchem Kreis hier die Inseln freischaltbar sind. Aber es sind dieselben Inseln auf jeden Fall. Ich habe eine neue Stufe. Habe ein neues Level erreicht. Sehr schön. Was haben wir denn da noch freigeschaltet? Da muss ich jetzt mal gucken. Doppelt so viel. Okay. Elektroöfen arbeiten jetzt 25 schneller. Soweit sind wir noch nicht. Liefert doppelt so viel Energie. Soweit sind wir auch noch nicht. Sammelbots. Extrahieren. Okay, das würde Sinn machen, oder? Das würde Sinn machen, würde ich fast sagen. Das mache ich. Und als nächstes mache ich das mit dem Sauerstoff. Ja, so würde ich das machen. Wie sieht's aus? Kann ich noch einen? Ich kann noch einen machen. Geil. Dann machen wir das doch einfach. So, den kann ich jetzt wieder nicht aufheben, weil meine Tasche voll ist. Jetzt muss ich mal kurz zu meinen Öfen. Hallo. Herr Öfen. Machen wir hier, so. So, Bot, komm mal her. Genau, supi. Wie sieht's aus? Zack, einmal da rein. Was sammelst du? Du sammelst Stein. Du sammelst Stein. Und Stein schmeißt du mir da rein. Sehr gut. Mach mal. Wir wiederum in der Zeit. Hui. Flitzen einmal hier rüber und bauen schon mal unser erstes Kupfer ab. Da haben wir einen Bienenvogel. Es sind wirklich Bienenvögel. Hallalalalala, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Wie wir sehen, wir sind außerhalb unseres Sauerstoffdingens. Mal kurz nochmal hoch. Aber die nehme ich noch mit. Wir sind hier außerhalb unseres Sauerstoffradius. Jetzt sind wir da. Jetzt laden wir wieder auf. Jetzt gehe ich hier rüber. Zack. Und dann habe ich das nicht mehr. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. So, wer bist du denn? Armando. Okay. Hallo. Hallo, Armando. Ja, mach mal alles. Gar kein Thema. So. Aha. Schön. Schön. Der Armando also. Naja. Gucken wir mal, was der nachher so zu sagen hat. Hier, unsere Kollegen sind hier fleißig am Abbauen. Und wir können jetzt aber schon mal Kupfer einschmelzen. Und das benötigen wir ja auch. Schwein, mach keinen Stress. So, gucken wir doch mal. Kupfer sollten wir hinkriegen. Machen wir. Dann schmeißen wir mal ein paar Äste nach. Und dann könnte ich... Jetzt muss ich mal schauen. Gucken wir mal. So. Ja. So wird was draus. Nehme ich wieder ein paar Äste mit und schmeiß die gleich mal nach, damit wir weiterhin Kohle produzieren. Weil wir Kohle ja sowieso die ganze Zeit benötigen. So. Wie sieht's hier aus, kohletechnisch? Schmeiß ich auch noch mal ein bisschen was rein. Steine produzieren wir keine mehr. Warum nicht? Weil, wegen keine Kohle. Das ist uncool.
Ich würde das gerade mal mitnehmen und ich würde das gerade mal mitnehmen. So, das schmeiße ich hier wieder hinterher. Das schmeiße ich hier rein. Das schmeiße ich da mal rein. Und dann sollte ich meinen Sauerstoff wieder auffüllen. So, haben wir gemacht. Und wir haben unser ersten Kupfer erhalten. Unser erstes Kupfer. Dingens. Bahn. Ding, wie immer. So, ich kann neue Inseln freischalten. Und zwar die hier drüben. Pam, machen wir. Sieht interessant aus. Gehen wir gleich mal hin, oder? Ich habe hier noch was Neues freigeschaltet. Ja, Schwein. Chill. Beruhig dich. Komm klar mit der Welt. So, einmal rüber. Gehüpf. Zack, das haben wir. Wer bist denn du, grünhaarige Lady? Das wusstest du. Okay, woher? Stalkst du mich? Also du hast mich fallen sehen und hast da nicht gedacht, dass du mal irgendwie vorbeikommen solltest, um zu gucken, ob es mir gut geht. Ne? Okay, alles klar. Emilia, alles klar. Super. Subidubi. Weißt du was? Ich glaube, okay. Eintopfrezept. Okay, okay. Ja, die kenne ich, ja, die kenne ich. Okay. Ja, die bringe ich dir nachher. Die dürfte ich sogar haben. Wer bist du? Ah, du wieder. Camilla. Ja, weißt du was? Die habe ich sogar rein zufällig dabei. Da kannst du mal sehen, ha? Ja, ist klar. Aus dieser Handvoll Materialien hast du jetzt einfach mal so ein komplettes Ding hier mit Lüftung und was weiß ich und Generator und ach, was weiß ich gebaut. Natürlich. Okay. Erhöht die Atemluftkapazität. Okay, das wäre nicht schlecht, ne? Erhöht die Geschwindigkeit und so, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So. Ich möchte jetzt aber erstmal noch mal gucken, was er hier zu erzählen hat. Ja, so viel habe ich leider nicht mehr dabei. Jetzt schauen wir hier oben rein. Hier ist noch alles dunkel. Da gucken wir uns später um. Ich weiß, was hier ist. Für die Leute, die Demo nicht gespielt haben, die wissen das nicht. Hier kann ich übrigens nichts abbauen. Also, falls da auch Fragen aufkommen sollten, hier geht nichts. Hüpf, da sind wir wieder. So. Wie sieht's aus, Kameraden? Guck mal, die Bärchen nehme ich mal mit. Dann noch das. Ja, beruhigt euch. Alles gut. Schauen wir mal hier oben. Ah, guck mal, da sieht es auch gut aus. Kupfer ist alle. Da ist noch Kohle drin. Und hier muss Kohle rein, weil ich brauche die unbedingt. Und hier schmeiße ich wieder ein paar Äste nach. So. In dieser Zeit. Ruhig. Gehe ich mal rüber und bringe ihr die B. Wie viel wollte die? 12. Ich habe 10. Okay. Gut. Das ist aber gar kein Problem. An dem Strauch da vorne sind welche. Die nehme ich gerade mit. Jetzt haben wir 13. Dann bleibt mir sogar eine Beere übrig. Na, könnt ihr mal sehen, was ich für ein Luxusleben führe hier. Ja, bitte. Kein Problem. Okay. Okay.
Also um ihn, den hier zu extrahieren, benötige ich Landwirtschaft. So. Jetzt können wir hier noch den anderen schnell freischalten. Das machen wir auch noch schnell, wenn wir eh schon dabei sind. Gut, du wolltest das, ne? Mhm. Ja, der baut jetzt bestimmt auch so einen halben Palast. Ja, natürlich, natürlich, klar, noch größer, gar kein Thema. Ich bringe dieselben Ressourcen und er baut halt ein noch größeres Gebäude. Okay. Und was verkaufst du mir? Kido. Wir reden so. Ah, okay, okay, okay. Das wäre auch nicht verkehrt. Aber da fehlen mir noch welche. Das heißt, wir müssen Kupfer organisieren. Wir brauchen Kupfer. Wo haben wir es? Unten auf der Insel. Einmal Frischluft tanken, bitte. Jump. Honig bräuchte ich auch. Oh. Flop. Schmeiß mal weg den Dreck. Und bau mal ab hier. Jetzt habe ich Kacke aufgesammelt, verdammt. Ah, ich habe gar keine Freezes, jetzt sehe ich es erst. Das Spiel speichert. Wenn es speichert, dann macht es kurz so einen kleinen Stopp. Okay, alles klar. Ja gut, damit müssen wir leben. Das ist dann halt leider so. Vielleicht wird es ja auch noch ein bisschen gefixt oder so. Dass das ein bisschen leichter läuft. Dass man dann speichern kann, ohne dass es einfach einfriert. So. Wie sieht es denn hier aus übrigens? So, da wollen wir mal gucken. Das können wir freischalten, das machen wir mal. Sehr dunkel hier auf jeden Fall. Ich weiß. Okay, wir haben schon wieder was. Das ist ja, das ist hier. Jetzt machen wir mal das mit dem Sauerstoff, oder? Ja. Dass wir ein bisschen länger hier schnaufen können. Aber ein zusätzlicher Bot wäre auch nicht schlecht. Ne, ich mach das mit dem Sauerstoff. Das schiebe ich sonst wieder einfach nur 1000 Jahre vor mir her und mach's doch nicht. Und jetzt habe ich's gemacht. Gut. Das hier sieht schlecht aus. Das sollte ich vielleicht mal auffüllen. Plop. Plop, 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 plop. Die nehme ich alle mit. Und schmeiße die hier rein. So. Sehr gut. So, das wird noch ein bisschen dauern. Kann ich irgendwas Interessantes bauen? Nö. Nichts, was ich nicht schon hätte. Magere Ausbeute. Was machen wir denn da? Kann ich hier was Neues machen? Nee. Kann ich hier was machen? Ja. Nee, kann ich auch nicht. War gelogen. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Steine baut einer ab, oder? Ja. Da baut definitiv jemand Steine ab. Ah, 100. Siehst du nicht 99, das sind 100. Okay, alles klar. Sehr gut. Ne, die nehme ich auch mal mit. Die schmeiße ich gleich mal da oben rein. Über das Eisen kann er noch ein bisschen sammeln. Das ist mir jetzt gerade mal egal. So, die Stöcke schmeißen wir hier rein. Verdauert ein bisschen, ne? Das Kupfer dauert ein bisschen. Wir können mal nach Erz gucken in der Zeit. Das gute Kupfererz, dann bauen wir das halt mal eben schnell ab, solange. Und dann bauen wir gleich wahrscheinlich nochmal ein paar Öfen. Nochmal zwei Stück vielleicht. Ich würde nämlich ganz gerne mehr Kohle produzieren. Das mit der Kohle geht mir ein bisschen zu langsam voran.
Genau, jetzt schauen wir mal. Wow, da unten hatten wir die, genau. Da ein und da ein. Und dann machen wir hier. Nochmal Kupfer. Einfach damit es schneller geht. Plopp. Gehen wir hier gerade mal schnell weg. Und dann mache ich hier Kohle. Und hier machen wir auch Kohle. So. Jetzt machen wir doppelt so viel Kohle. Haben noch zwei Kupfer. So, was soll der Geiz eigentlich, ne? Ich geiz hier schon wieder rum. Das ist nicht gut. Umgeizen ist eigentlich nicht gut. So, ich kann in der Zeit ja ein bisschen mal abbauen. Macht zwar mein Bot normalerweise, aber ganz ehrlich, kann auch mal was machen. Wie gesagt, sonst kriege ich keine XP, glaube ich. Wenn ich hier gar nichts mache, wenn ich nur untätig rumstehe und die Bots alles machen lasse. Und dann bauen wir ein bisschen was ab. So, jetzt haben wir ein bisschen was. Schmeißen wir hier rein und dann machen wir einfach noch mehr Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle kann man nie genug haben. So. Drei Stück. Ich bräuchte aber... Fünf waren es, glaube ich, ne? Fünf. Vier? Oder waren es sechs? Ich weiß es nicht. Hab schon wieder verdrängt. Wie sieht's hier aus? Kohletechnisch läuft. Kupfer fehlt. Dann holen wir nochmal ein bisschen Erz. Beziehungsweise, ich fülle gerade nochmal meinen Sauerstoff auf. Das sieht halt auch schon wieder mager aus da drinnen. So viel ist da nicht. So, einmal aufgefüllt. Ich schmeiß die Dinger da gerade mal hin. Seit wann kommt da so eine fette Biene raus? Ein Bienenvogel. Das sehe ich zum ersten Mal. Das habe ich nichts gefunden. Bärenbusch-Setzling. Okay. Gut. Dann machen wir gleich mal das Landwirtschaftsding. Weil wenn ich sie richtig verstanden habe, soll ich ja diesen Busch wegmachen. Und wenn der Busch weg ist, dann ist da irgendwas drunter, ne? Das würde ich gerne sehen. Das neueste. Ach so, okay. Ich verstehe. Das Ding schlüpft da irgendwann mal raus, so ein großes, und macht dann weitere. Sie vermehren sich quasi so. Das ist nicht verkehrt, würde ich fast behaupten. Das schmeiße ich da gerade mal rein. Das mit der Kohle läuft übrigens gut. So. Wie sieht's aus? Nein, nicht die Antenne, das möchte ich. Genau. Wie sieht's hier aus? Ich könnte... Die sind auch gut. Aber ich mache jetzt das. Okay, das machen wir, komm. Eins nach dem anderen hier. So. Hätten wir das... Sehr, sehr gut. Auf dem dunklen Ding waren wir auch noch gar nicht, ne? Guck mal. Ah, oh, okay. So macht man das. Toll. So. Du hast mich verarscht. Das hättest du mir auch gleich sagen können, dass ich da einen Schlüssel brauche. Mensch. Ich hätte das ja alles sparen können. Olle. Unglaublich. So. Kupfer bräuchte. Ach, ich dachte Eisen. Nee, gut. Alles klar. Gut. Dann halt nicht. So. Was haben wir denn hier? Oh, da haben wir auch Kupfer. Nimm ich gerne mit. Die... Kacke, lassen wir hier. Das ist das nervige Geräusch, wenn man gerade einmal sticken ist.
von dem ich vorhin geredet habe. So. Plom, 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 plom. Zack, zack. Hier liegt der Barren da. Okay, kann ich den nicht... Da. Hat er sich festgebackt? Gut. Vielleicht sind hier und da... Ja, jetzt ging's. Okay, alles klar, gut. Vielleicht sind hier und da auch mal kleine Fehler noch im Spiel. Man mag es verzeihen. Das Spiel ist gestern Abend rausgekommen. Also... Ich denke, der ein oder andere Fix wird da noch kommen. Also, falls hier mal irgendwas nicht... Also, auch das jetzt mit dem Speichern vielleicht, dass es da so ein bisschen ruckelt. Wie gesagt. Das sind so Sachen, wo ich sage, ja, kann man, glaube ich, verschmerzen. Oder kann man verzeihen. So. Läuft soweit. Hüpfen wir hier rüber. Da funkelt es. Da wird gleich was runterkommen. Das weiß ich jetzt schon. Da gehen wir auch gleich mal hin. Das müsste wahrscheinlich die Dame mit der schicken Frisur sein, wenn ich das noch aus der Demo richtig weiß. Schauen wir mal. Schnell weg! Oh, das war knapp. Ja, hallo? Moin, wer bist du? Sprich. Ja. Natürlich, natürlich. Das war ein sehr schicken Haarschnitt. Muss ich schon sagen. Okay. Da macht sie direkt den Abflug. Naja. Gut, zu der netten Dame gehen wir später auch nochmal. Jetzt möchte ich aber noch gerade mal ein bisschen Kupfer abbauen. Kupfererz. Und ich weiß ja, die zwei Kapseln, die können wir auch abbauen. Das machen wir auch noch. Läuft jetzt alles gar nicht weg, ne? Also falls der ein oder andere jetzt schon wutentbrannt vom PC... Hallo, chillst du vielleicht mal? So, das Akku auf den Stein, nicht auf mich. Ich dachte schon. Falls der ein oder andere jetzt schon wutentbrannt vom PC sitzt und sagt... Oder vom Handy und... das geht nicht. Wieso? Wieso hat der jetzt hier die Kapsel nicht abgebaut? Das sind Ressourcen. Die lässt der liegen. Der Idiot. Was macht der? Ja, machen wir später. Kein Thema. So. Läuft nämlich nicht weg. So, wir gucken hier mal rein. Oh, mal kurz anders hinsetzen hier. So. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, ich mach das. Plopp. Da haben wir nämlich jetzt die Kämpferbot und die Logistikbot. Die Kämpferbot, keine Ahnung. Die werden wahrscheinlich irgendwie hier Tiere, Wildschweine etc., keine Ahnung was, erlegen, bekämpfen. Und die Logistikbot, die, wenn wir da mal einen bauen können, schaue ich gleich mal. Ja, können wir. Die sind nämlich sehr, sehr nützlich. Ich bräuchte einen weiteren Slot. Den haben wir aber auch gleich. Dann würde ich sagen, baue ich gerade mal noch ein bisschen was ab. Dass wir kurz leveln. Und wenn wir dann gelevelt haben, dann zeige ich euch das gleich mal. Ich will die Sammlerbots jetzt nämlich gerade mal lassen, die drei Stück. Ich will das jetzt nicht gerade hier unnötig verkürzen. Oder hier beschneiden mit den Sammlerbots. Sollen ruhig drei bleiben. Und der Logistikbot, der hat nämlich zu viel Kaffee getrunken. Oder Energy Drinks. Der ist nämlich dermaßen schnell, der bewegt sich in einem Tempo. Und vor allem das Ding ist, das können wir später noch upgraden. Den können wir richtig schnell machen. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Und da freue ich mich schon drauf. Das wird richtig cool. So, wir haben gleich die nächste Stufe erreicht, das nächste Level. Und wenn wir das haben... Dann können wir den neuen Bot hier in Kraft setzen. Und jawohl, ja. Haben wir geschafft. Sehr schön. So, das machen wir gerade mal hier.
Ein zusätzlicher Slot. Das machen wir. Zack. Fertig. Und habe einen neuen Slot gekriegt. Sehr, sehr schön. Und jetzt mache ich hier meinen Logistikbot rein. Genau, jetzt können wir das hier auch wieder einstellen. Genau, was der hier befüllen soll. Und das macht der alles. Der hier macht das Dingens hier, die Versorgung für den Sauerstoff, allgemeine Rezepte, Kraftstoffe, Generatoren, Ressourcen einlagern, Pflanzenwässern, Düngen etc. Blablabla. Das macht der alles. Hopp, guck, und jetzt flitzt der los. Seht ihr das? Ich seh nichts, ne? Da. Der schmeißt jetzt hier das rein. Der nimmt jetzt die Kohle, dann schmeißt er da hier die Kohle rein, wenn da Kohle alle ist. Dann nimmt er was anderes, schmeißt es da rein, dann nimmt er da was. Der macht jetzt alles. Der kümmert sich hier um alles. Das ist das Mädchen für alles. Seht ihr, wie schnell der ist? Der ist richtig flott unterwegs. Der ist arbeitslos. Okay, so, was, guck mal, ich schmeiß mal die Steine hier rüber. Ein bisschen umsortieren hier. Kann man natürlich auch anders machen. Ich könnte jetzt jedem Bot ein eigenes Ding zuweisen. Ja, müssen wir mal gucken, wie ich das mache. Der ist richtig flott unterwegs hier. Ein richtig flotter Bursche ist das. Jetzt bräuchte ich allerdings noch einen Bot eigentlich, der Dinge einsammelt, hier die blauen. Und die in ein Lager schmeißt, dann macht er das nämlich immer voll. Dann kann er das hier immer reinschmeißen. Aber wir können auch einfach mal gucken, dass wir ein paar von denen sammeln und auf den Lagerplatz schmeißen. Dann macht er das nämlich auch. Dann muss ich mich da eigentlich auch nicht mehr drum kümmern. Das macht er dann einfach. Und wenn du von denen ein paar hast, dann ist das hier echt geil. Dann hast du echt keinen Stress mehr. So. Schmeißen wir auch noch hinterher. Beziehungsweise ich will was testen. Jo, geht auch so geil. Brauche ich denn nicht jedes Mal so rein ins Menü? Sehr gut. Wie sieht's hier aus? Können wir da ein bisschen Kohle reinschmeißen? Jetzt die Kohle hier alle. Dann nehme ich die Kohle hier raus und schmeiß die Kohle hier rein. So. Dann kann der wenigstens weiter produzieren. Und ansonsten können wir, glaube ich, gerade nichts machen. Ne, wir bräuchten jeweils noch einen, damit wir das freischalten. Hier bräuchte ich auch noch... ne, davon einen, davon sogar noch drei. Hier bräuchte ich einen. Gut. In der Demo war hier irgendwann Endstation, da ging dann halt nichts mehr. Also hier, bis hier hinten wären wir nie gekommen. War damit so ein bisschen limitiert. Gut, dann würde ich mich aber eigentlich schon wieder für die Folge hier verabschieden. Also ich fülle das gerade nochmal schnell auf. Dann will ich mich schon wieder verabschieden. Und, genau, dann gehen wir in der nächsten Folge zu der Dame mit der schicken Frisur. Und, genau, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Und ob der kleine Flitzer dann noch hier ein paar Kameraden bekommt, die da mit rumflitzen und dann hier alles zack, 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 zack versorgen. Da hätte ich Bock drauf. Das wird bestimmt cool. Das sieht bestimmt lustig aus. Genau, genau, genau. Und vielleicht machen wir das hier auch mal schön. Passen wir den Ofen auch noch da an. Und dann machen wir das alles super wunderschön hier. So machen wir das. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.